Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Vortrag. Ich freue mich heute, die Frau Professor Dr. Gillian Gerke begrüßen zu dürfen. Die ist nämlich Professorin für Wasser- und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und wir werden uns heute ein bisschen über ihr Projekt Fishing for Litter unterhalten. Ein super Praxisbeispiel zu den ganzen Themen, die der Herr Weihe eben schon vorgestellt hat. Und danach werden wir uns auch noch kurz über Ihren Studiengang unterhalten. Die Frau Gerke, habe ich gesehen, Sie sind ja, haben schon viele Erfahrungen in dem ganzen Bereich gesammelt, über die RWTH Aachen, die Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe, den Grünen Punkt und vieles mehr. Ich freue mich schon zu hören, was Sie jetzt so alles auf die Beine gestellt haben. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die netten einführenden Worte. Das ist immer schön, wenn man dann über sein leidenschaftliches Thema ein bisschen mehr erzählen kann. Super. Genau. Und zwar gleich soll es ja direkt mal um das Projekt Fishing for Litter gehen, in dem Ja. Sie sich ja mit dem ganzen Thema Meeresplastik auseinandergesetzt haben. Dann schauen wir uns gleich ein Video zu an. Wollen Sie uns da kurz noch zwei, drei einführende Worte geben? Was ist das? Was machen Sie da? Ja, sehr gerne. Und zwar arbeiten wir schon in der Kooperation seit ungefähr jetzt 6 Jahren mit dem NABU, mit dem Naturschutzbund zusammen. Und da ging es um das Thema, was befindet sich eigentlich an Kunststoffen in der Ost- und Nordsee? Und da wir uns eben auch mit den Eigenschaften von Kunststoff auseinandersetzen bei uns im Technikum und eben auch wissen wollten, ist dieses Material überhaupt recyclingfähig, was so Fischer mit an Land bringen, haben wir das Material vom NABU bekommen. Das ist ein Projekt, was auch schon sehr lange läuft. Also Fischer können ihre Abfälle, die sie als Beifang beim Fischen bekommen, in Container an Land verbringen. Und das wird dann sortiert, katalogisiert und wir bekommen die Kunststoffe, denn viele Taue und Netze sind aus Kunststoff. Und das sieht man dann gleich auch im Film. Was haben wir eigentlich damit gemacht? Wir haben ja gewaschen, ne, geschnitten, geföhnt, zusammengelegt und wieder neue Dinge draus gemacht. Das kann man sehr gut sehen, wie so die Wertschöpfungskette dieses Materials dann vonstatten ging und wo auch dann unsere Spezialitäten lagen. Super. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal live und in Farbe an. Ja, sehr gerne. Und warten gerade darauf, dass hier die Übertragung beginnen kann. Wenn das hier startet, warten Sie kurz. Müssen wir hier noch einmal kurz stoppen und wieder neu starten, dass das hier auch entsprechend startet, oder haben wir hier gerade ein Problem? Lassen Sie mir noch eine Sekunde. Sonst machen wir das auf eine andere Weise, wenn wir hier jetzt gerade die Übertragung nicht startet. Bitte. Da kommt jetzt was. Naja, Das ist aber das andere Video, ne? das ist das andere Video. Das zweite, das Meere ohne Plastik, zeigt er mir hier leider gerade nicht an. Lassen Sie mir eine Sekunde Zeit, dann werde ich es einfach anders starten, dass wir uns das so angucken können. Das soll jetzt nicht das Problem sein, natürlich. Ich bitte das von den Zuschauern zu entschuldigen. Das starten wir sofort hier drüben einmal. Genau. Und zwar haben wir hier das Thema Meere ohne Plastik. Genau, hier habe ich Ihr Video auch noch mal so. Werde ich es hier einfach einmal starten und dann kurz können wir uns das sofort ansehen. Wenn es sich hier starten lässt,
Genau, Soderle. Und dann gebe ich einfach hier den Bildschirm einmal frei und dann werden Sie das auch sehen. Super. Starten wir hier einfach das Video. Video Ja, da ab. sieht man schon den Eingang zum Technikum. Wir arbeiten mit den Narben zusammen im Projekt Fishing for Litter. Wir bekommen hier aus der Nordsee und Ostsee gefischte Netze und untersuchen sie nach ihren Eigenschaften. Insbesondere fokussieren wir uns auf die Kunststoffeigenschaften, weil wir die dafür brauchen, um zu gucken, wie wir sie wieder in neue Kunststoffprodukte einsetzen können. Was man schon mit bloßem Auge sieht, ist, die Netze aus dem Meer sind von ihrer Oberflächenstruktur angefressen. Und das bedeutet, dass diese fehlenden Teile irgendwo sind, im schlimmsten Fall im Bauch eines Vogels. Der erste Schritt ist dann bei uns, dass wir es tatsächlich händisch sichten, auseinandernehmen, versuchen auch schon die ersten Zerkleinerungsschritte zu machen. Das ist ganz schwierig, das Material lässt sich ganz, ganz schwierig zerkleinern. Man muss bestimmte Scheren benutzen. Dann muss es gewaschen werden, damit die ganzen Anhaftungen wie Sand, Steine, Muscheln, die sind besonders abrasiv. Das bedeutet, eine Schere oder ein Messer wird sofort stumpf. Dann muss es eben auf eine bestimmte Korngröße zerkleinert werden. Das geht nur in verschiedenen Schritten. Und dann machen wir entweder Platten, pressen wir daraus aus diesem Mahlgut, was wir dann haben. Oder was wir auch machen können, ist dann tatsächlich ein Pellet, ein Granulat herstellen. Das ist so ein Beispiel, da waren die ersten Ideen, kamen aus dem Industriedesign, die gesagt hat, was könnte man denn mit Abfällen aus dem Meer überhaupt machen? Und dann ist eine Idee entstanden, dass man zum Beispiel ein solches Brillengestell daraus macht. Man kann sich aber auch alles andere vorstellen. Das kommt eigentlich nur auf die Kunststoffeigenschaft an, inwiefern sie nochmal ergänzt oder mit anderen Materialien nochmal unterstützt wird. Das untersuchen wir ja auch. Inwiefern die Materialeigenschaften zur Neuware abgenommen haben oder sich verschlechtert haben. Das, was wir möchten, ist sensibilisieren. Wir plädieren für eine gute, funktionierende Ressourcenwirtschaft, Abfallwirtschaft. Also das Material ist eine Ressource, kein Abfall, was wir einfach loswerden wollen, sondern das sind Ressourcen, wo Primärressourcen eingespart werden. Das gehört nicht ins Meer. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass es erst gar nicht da landet. Super. Soderle. Entschuldigung, ich werde gleich den Link Ihnen auch nochmal mit in den Chat stellen. Dann können Sie sich das auch nochmals anschauen, wenn Sie da noch Interesse haben. Genau, Frau Gerkel, wir haben es ja einmal jetzt gesehen, leider mit technischen Schwierigkeiten. Ich muss mich entschuldigen. Wie gesagt, schauen Sie es sich auf YouTube dann gerne selbst nochmal an. Ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Projekt. Was können Sie denn dazu noch sagen? Wie geht es damit weiter oder was werden die Folgen daraus sein für Sie? Also zum einen hat man ja auch schon an dem Material in dem Film gesehen, es handelt sich hier um gemischte Ware, ne? Also das war schon vorsortiert. Viel hört man ja an Projekten, ja, wir fischen jetzt die Materialien aus dem Meer und dann haben wir das Problem gelöst, ne? Oder wir räumen Strände aus. Ich möchte es gar nicht kleinreden, sondern uns muss klar sein, dass diese Riesenmischung einfach irre aufwendig ist in der Aufbereitung. Das kann nicht der Weg sein. Also wenn man schon Produkte aus solchen Materialien aus den Ozeanen findet, dann ist es meistens Material, was schon irgendwie getrennt gesammelt war oder wirklich gepickt ist, sauberes Material. Mit einer Riesenmischung geht das nicht. Wir müssen dafür sorgen eben, wie ich das auch in dem Film gesagt habe, dass wir anfangen in Ketten, in Ressourcenwirtschaft zu denken und dafür sorgen, dass wir eine vernünftige Infrastruktur haben, damit es erst gar nicht da landet. Wir müssen ein Umweltbewusstsein haben. Wir müssen natürlich auch die Politik an unserer Seite haben. Das alles zusammen kann dazu führen, dass wir irgendwann mal dazu kommen, dass es eben nicht mehr im Meer landet, ne? Und Recyclingfähigkeit hängt natürlich auch von der Sortierbarkeit ab. Und das gucken wir uns immer im Labor an. Wenn man jetzt hier auch sieht, ja, das Material ist verschmutzt mit Sand, mit Muscheln, das ist stark abrasiv. Wirtschaftlich würde man das auf Dauer in der Gesamtkette nicht abbilden können. Also ne, der Kunststoff, das sind wir Menschen, die dafür sorgen, dass es da landet. Also der springt ja nicht von alleine ins Meer, der Kunststoff. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass man jetzt den Kunststoff verbannt,
aus der ganzen Welt und sagt, der Kunststoff ist an allem schuld. Nee, wir müssen lernen, wie können wir vernünftig mit einer solchen Ressource, und das ist ein mega spannendes und tolles Material, was wir hier, intellektuelle Menschen erfunden haben, sieht man ja auch meine Brille, ohne die hätte ich, ne, also ohne den Kunststoff hätte ich diese Brille nicht. Und es ist nicht wegzudenken. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen uns diese Wege überlegen, die Eigenschaften dann so wieder einzustellen, dass wir es einsetzen können. Und da heißt es immer, möglichst getrennt die Sachen zu direkt von Anfang an in der Kette zu haben, bevor es überhaupt so stark verunreinigt wird. Das zeigen wir auch. Unser Hauptthema ist Recyclingfähigkeit, insbesondere von Kunststoffen, egal aus welchem Bereich. Ob Sie Elektrokleingeräte haben, ob Sie Sachen aus dem Meer haben, ob Sie Landwirtschaft sich anschauen. Völlig egal, wo es herkommt. Wir müssen uns immer überlegen, was bedeutet das entlang der Kette? Und da fängt es vorne, vielleicht sind auch welche dabei, im Design an. Wie kann ich eine Verpackung, ein Material, ein Produkt gut designen, dass es dann später auch gut recycelbar ist? Und darum geht es, dass wir miteinander zusammen und nicht nur in unserem kleinen Kosmos immer denken, sondern entlang der ganzen Kette denken. Und da sind wir immer so wieder dabei, dass wir mit Herstellern, mit Designern, mit Firmen zusammenarbeiten und sagen, okay, was bedeutet das eigentlich aus unserer Sicht, aus dem Sicht des Recyclings? Mhm. Klar, ja. Da noch mehr Aufmerksamkeit ja drauf zu lenken. Ja. Da noch mehr, noch mehr Leute zu haben, die wirklich auch sich das ganze System gemeinsam anschauen. Das ist total ganz spannend. Genau. Es geht auch nicht nur darum, zum Beispiel die Diskussion um Strohhalme. Ne? Wenn ich jetzt einen Strohhalm ersetze durch einen Papierstrohhalm, Kunststoff durch Papier oder Metall, heißt es nicht, dass ich ökologisch sofort besser bin. Es zeigen auch Lifecycle Assessments, also Ökobilanzen, dass das Papierstrohhalm, je nachdem, wo das Papier dann herkommt, nicht unbedingt ökologisch besser ist. Ja, die Frage ist an der Stelle, und das sagt ja auch unsere Gesetzgebung, vermeiden. Brauche ich den Strohhalm? Also ich sage dann immer als Beispiel, Aperol Spritz schmeckt auch ohne Strohhalm. Das brauchen Sie nicht. Also wo kann ich vermeiden? Wo kann ich entlang dieser ganzen Stufen nämlich ein Stückchen besser die Ressource nutzen und nicht stigmatisieren? Und das ist eben in der Kunststoffbranche, ne? Ich habe hier auch die PET-Flasche. Es ist ein tolles Material. Und man darf es nicht einmal, man kann es auch nicht mehr wegdenken, sondern wir müssen uns jetzt global, und das ist die große Herausforderung, überlegen, welche Schritte können wir tun, damit wir diese Ressource als Primärressource auch noch als Sekundärressource nutzen können. Und das ist so etwas, wo ich immer auch versuche, auf Vorträgen oder auch in Projekten, wir suchen Praxisprojektpartner, wo wir sagen, in kleinen Projekten können wir das bei uns im Technikum abbilden. Auch da können wir sichten, wir können sortieren, wir können die Materialeigenschaften bestimmen. Wir können gucken, was für neue Produkte man draus machen kann. Wir arbeiten mit auch in der Kinder- und Jugendbildung zu sagen, okay, wir müssen von klein auf lernen, was es bedeutet, Abfall als Ressource zu sehen. Und unsere Vertiefung ist in diesem Fall natürlich der Kunststoff. Definitiv. Ja, und bevor wir uns gleich anschauen, wie Sie natürlich auch andere Leute dazu ausbilden, damit nicht nur, ja, wie soll man sagen, nicht nur aus der Forschung, sondern direkt in den Unternehmen, ja, die, wie soll ich sagen, es einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gibt und noch mehr in der Gesamtheit angeschaut wird. Was würden Sie vielleicht sagen, ist so auf lange Frist gedacht, vielleicht bis ins nächste Jahrhundert, was wird so der nächste große Schritt oder der große Hebel, um da noch zu einer besseren Kreislaufwirtschaft, zu mehr Kreislaufwirtschaft, zu einer besseren Nutzung der Ressourcen, die Sie natürlich anstreben. Gibt es da was, also, wenn Sie mal so in die Glaskugel schauen? Also aus meiner Sicht technisch natürlich noch viel zu machen, aber Technik ist nur das eine, sondern wir müssen lernen, aus unserer Komfortzone herauszugehen, jeder entlang der Wertschöpfungskette. Und es fängt mit dem Design an, zu überlegen und nicht nur in, wie kann ich den größten Gewinn machen, sondern zu sagen, okay, wie intelligent ist ein Design? Und nicht zu sagen, naja, wenn das End of Life ist, in der Mülltonne ist, da kümmert sich schon der Entsorger drum, sondern zu sagen, wie können wir das gemeinsam stemmen? Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir haben und so sollen wir sie auch verstehen. Und ich glaube aber, das
ist die größte Herausforderung. Wir wollen alle Geld verdienen. Ja, wir sind nicht alle hier nur, weil wir die Bäume lieben, die Natur, sondern das muss Hand in Hand gehen. Wir wollen alle verdienen und Nachhaltigkeit bedeutet ökologisch, ökonomisch und sozial. Natürlich geht es auch um Geld. Ne, die Projekte, und da wünsche ich mir, dass Industrie und Forschung und Hochschulen stärker zusammenarbeiten und wir auch als Hochschule, auch als kleine Hochschule, die Möglichkeit bekommen, hier einfach auch ein Budget zu bekommen. Wir haben tolle junge Leute, die haben tolle Ideen. Und ich suche einfach da Verbündete auch, die sagen, wir gehen mit ihnen gemeinsam den Weg, wir haben Ideen, wir wollen hier was tun und wir unterstützen junge Leute, also unsere Waste, unsere Resource Influencers, in die Zukunft zu blicken und ein Stück weit auch neue Wege zu gehen. Und da heißt es auch, wir brauchen natürlich auch Geld, wir brauchen Leute, die es tun, wir brauchen Innovation und wir brauchen eine Plattform. Und das ist so der große Hebel. Definitiv. Deshalb werden wir jetzt auch gleich nochmal einen Blick auf den Studiengang werfen, den Sie da anbieten. Die Frau Gerke hat mir eben schon verraten, dass der jetzt seit neuestem auch ganz stark in der Kombination Online und Präsenz natürlich angeboten wird, gerade natürlich im Zuge der Corona-Situation. Aber dadurch besteht die Möglichkeit natürlich noch viel einfacher, sich da auch berufsbegleitend weiterzubilden. Und wie das aussehen kann, werden wir uns jetzt nochmal in dem zweiten Video ansehen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Video ab. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Campus Talk. Ich bin Celine, ich bin Journalismusstudentin im 6. Semester und heute bin ich hier an dem Campus Herrenkrug in Magdeburg und zwar in der Laborhalle für Abfalltechnik. Und ich möchte heute mit euch und mit unseren Gästen über den Studiengang Recycling und Entsorgungsmanagement sprechen. Und dafür habe ich hier Professor Gerke, hallo, und die beiden Studenten, einmal habe ich hier Nadja und Moritz. Danke, dass ihr hier seid. Ja, Frau Gerke, vielleicht können Sie uns gleich zu Anfang erstmal erklären, worum es eigentlich im Studiengang geht. Ja, im Studiengang geht es um ganz, ganz viele Dinge im Grunde, die alle rund um Abfall gestrickt sind. Also ein generalistischer Studiengang mit dem Abschluss Bachelor of Engineering. Und wir beschäftigen uns mit allen festen Abfällen, die man sich so auch im Haushalt vorstellen kann. Ob das organische Abfälle sind, ob das irgendwie der gelbe Sack ist, Elektrokleingeräte. All diese Materialien gucken wir uns im Studiengang an. Und damit geht es also dann um die Weiterverarbeitung dieser Abfälle im Studiengang? Es geht um die ganze Kette, also im Grunde, wo fallen die an, was passiert mit denen, wie kann man die aufbereiten und wie kann man die wieder in den Kreislauf zurückführen. Und dabei eben Ressourcen sparen, also ganz klar im Sinne der Umwelt. Mhm. Im Sinne der Umwelt, das ist also ein großes Thema. Welche Aspekte im Studium befassen sich denn ganz besonders damit? Ich würde sagen, mit allem, was wir tun, weil wir darauf hinarbeiten, dass wir das, was wir wegwerfen, wieder ja, einsammeln, sortieren und dem Kreislauf zuführen. Und das ist Ressourcenschonung und das hat was ganz viel. Also im Grunde der ganze Studiengang ist ein Umweltstudiengang. Und wie gestaltet sich dann das Studium? Das heißt, also im ersten Semester wird es wahrscheinlich erstmal um Grundlagen gehen, also auch naturwissenschaftliche Grundlagen? Ja, es gibt natürlich die Grundlagen, die man für einen Ingenieurstudiengang braucht. Da gehört Mathe, Physik, Chemie dazu, aber auch sowas wie Informatik. Das sind so die Grundlagenfächer. Aber wir haben auch im ersten Semester ein Fach, das heißt Einführung ins Studium. Da lernt man dann auch schon mal die beiden Fachprofessoren kennen, also mich und den Herrn Kuhls, wo wir unsere Fächer vorstellen und wo die Studierenden in Präsentation bzw. auch in der Hausarbeit sich auch dem Thema schon mal widmen können. Also wir wollen einfach schon die Lust aufs Studium und das Thema nach vorne schon bringen, bevor man von den ganzen anderen Sachen erstmal so ein bisschen eingeschüchtert wird, was überhaupt nicht nötig ist. Denn die spannenden Themen kommen natürlich auch immer weiter im Studium, aber Grundlagen müssen wir natürlich haben. Nicht eingeschüchtert werden direkt am Anfang, das bedeutet natürlich auch, dass man vielleicht nicht besondere Voraussetzungen mitbringen muss, abgesehen jetzt von einem Interesse vielleicht für Umwelt. Würden Sie das so unterstützen? Genau, also Interesse an der Umwelt,
das muss man mitbringen. Und ein Interesse schon an naturwissenschaftlichen Fächern und am Thema Abfall und Ressource. Abfall ist großartig, das ist so ein tolles Material und so heterogen und da kann man so spannende Sachen mitmachen. Und das sollte man mitbringen und zu sagen, ich möchte einfach, das ist auch eine Frage an unsere Anfänger immer, warum seid ihr hier? Und die meisten sagen dann auch, wir wollten etwas verändern, wir wollen etwas für die Umwelt und für unsere Ressourcen tun und wir wollen was für die Zukunft tun. Und dann kommen natürlich auch Fächer, die das alles verbinden, wie Recht und BWL. Das sind so Seitenfächer. Das Kern, darum geht es, etwas verändern. Bevor wir dann gleich mit euch darüber sprechen, inwiefern ihr was verändern wollt oder schon verändern konntet, welche Projekte haben Sie denn dafür am Start im Studiengang? Ja, die Studierenden können zum Beispiel schon relativ früh praxisorientiert in Projekten bei mir arbeiten. Dafür haben wir die Rohstoffwerkstatt ins Leben gerufen, das ist meine Arbeitsgruppe. Ein Beispiel, da arbeiten wir zum Beispiel, da sind wir sehr stolz drauf, auch mit dem NABU zusammen, schon seit einigen Jahren. Das sind Fischernetze, die aus der Ost- und Nordsee gefischt worden sind. Und wir haben die aufbereitet, das sieht man hier unten. Also das zerkleinert, gewaschen und eben auch gezeigt, wie man da neue Produkte draus machen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, wie kriegt man zum Beispiel aus so einem Wirrwarr von Farben, das ist aus dem gelben Sack, also alles, was man kennt, so Duschseife und sowas, wie kriegt man da schöne Farben draus? Und da haben wir zum Beispiel solche Farbsortierungen gemacht. Das sind so zwei große. Andere Projekte sind zum Beispiel Elektrokleingeräte. Was für Kunststoff ist da dran? Was ist der Grund, warum die eigentlich weggeworfen worden sind? 37% sind nämlich noch funktionstüchtig. Warum passiert das? Oder wo sind die Handys? Wenn man dann irgendwie fragt, wo sind eure Handys? Naja, in der Schublade. So, und darum kümmern wir uns eigentlich. Was sind die Gründe, warum wir Dinge wegwerfen oder nicht? Warum wir uns so verhalten? Und das spielt eben auch national mit ins Studium rein, in diesen Projekten, aber auch international. Moritz, du bist ja schon bereits im siebten Semester. Wir haben jetzt ganz viel von den Projekten gehört. Hast du denn damit schon Erfahrungen gemacht? Konntest du da schon mitwirken an etwas? Ja, richtig. Also bei dem Thema mit dem NABU, mit dem Naturschutzbund, war ich auch dabei. Das Projekt hieß Fishing for Litter. Also man hat geangelt nach Müll. Und da waren wir in Garding in Schleswig-Holstein, in der Nähe von St. Peter-Ording, dem Surferort, der ziemlich bekannt ist. Und da haben wir dann halt die Fischernetze nicht selber aus dem Meer geholt, sondern das haben die Fischer selber gemacht. Und die wurden dann halt gesammelt. Und wir durften sie dann sortieren. Also man kann jetzt sehen, es gibt viele orangene Netze, viele blaue und dann noch so viele grau, fast schwarze. Und die sind halt oft ineinander verheddert und da muss man sie halt auseinanderwursteln. Das ist halt auch schon ein bisschen aufwendig. Deswegen haben wir das hier im Labor gemacht. Und dann werden die halt zerkleinert und da haben wir dann schon schöne Einblicke gewinnen können. Und das war vor allem in meinem zweiten Semester, also schon ziemlich zum Beginn meines Studiums, habe ich dann schon Einblicke bekommen können. Das war schon sehr spannend. Und inwiefern hat dir das jetzt geholfen, vielleicht auch deine eigene Einstellung zu Abfall und zur Umwelt und in den Zusammenhang dazwischen vielleicht auch zu ändern? Ja, also ich habe bewusst den Studiengang gewählt, weil mich Abfall interessiert hat, nach meinem Studium. Und dann habe ich halt gesehen, dass der Kunststoff halt ein großes Problem ist. Das ist ja auch viel in der Presse. Aber es ist nicht nur, dass man halt sieht, im Pazifik schwimmt ein riesiges Netz, sondern dass man halt das auch konkret sieht, dass es auch bei uns in der Ostsee oder in der Nordsee ist. Obwohl man denkt, es ist immer weit weg, aber es ist eigentlich sehr nah. Ich meine, wir sind in Magdeburg, sind jetzt nicht direkt an der Nordsee, aber wenn man halt 3 Stunden fährt, dann sieht man halt im Meer, dass da halt auch bei uns Abfälle drin liegen. Und es sind halt nicht nur Kunststoffe, aber Kunststoffe sind halt für das Meer das Problematischste. Ja, genau, es sind halt nicht nur Kunststoffe. Es gibt ja auch andere Stoffe, um die es im Studiengang auch geht. Nadja, was sind denn für dich noch wirklich sehr wichtige und wertvolle Stoffe, mit denen du dich schon im Studiengang befasst hast? Ja, einerseits natürlich Glas ist wichtig, also man kann unterscheiden, wir haben noch Glas ist wichtig, Metalle, Bioabfall, das sind alles Sachen, zum Beispiel kann man aus dem Bioabfall Energie gewinnen oder Kompost machen klassischerweise und Abfall ist nicht gleich Abfall, sondern man kann neue Dinge draus machen, das heißt, es ist auch ressourcenschonend. Wir haben ja auch gerade, Frau Gerkert erwähnt, auch die Elektrogeräte. Hast du da vielleicht einen besonderen Bezug zu? Ja, ich finde Elektrogeräte spannend und würde auch in der Zukunft mich vielleicht dahin orientieren, dadurch, dass wir durch Präsentationen, die wir ausarbeiten mussten, mich schon näher damit beschäftigt habe und vor allem Akku-Recycling interessant finde, gerade weil jetzt auch Elektromobilität im Kommen ist
und insgesamt Elektronik immer wichtiger bei uns wird. Jeder hat ein Handy. Und dahingehend finde ich das spannend und wichtig, das auch anzugehen. Und damit weißt du auch schon in etwa, wo es in die Zukunft hingeht, also dass du weiter damit dich befassen möchtest. Ja. Moritz, weißt du auch schon, was du in der Zukunft machen möchtest nach dem Studiengang? Also ich fand eigentlich Abwassertechnik ganz interessant. Das waren jetzt Module im 5. und 6. Semester. Aber es geht halt genau nicht nur, Abfall ist ja nicht nur das Feste, was man halt in unseren Tonnen sammelt, sondern halt auch, Abfall ist auch unser Abwasser, weil da halt auch Stoffe drin sind, die halt nicht ins Wasser gehören. Dementsprechend fand ich das ganz interessant, weil man da halt auch, zum Beispiel das ist jetzt ein aktuelles Thema, Phosphor recyceln kann. Also Phosphor ist ein essentieller Stoff, der ist eigentlich noch viel, den gibt es noch viel weniger als Öl. Also viele reden ja über Öl, Erdöl und halt unsere Verbrennermotoren. Aber Phosphor ist auch ein ganz wichtiger Stoff, den wir als Dünger benutzen müssen. Und der ist halt ganz viel dann im Abwasser drin enthalten. Und wenn wir halt in Deutschland aus dem Abwasser den Phosphor wieder rausholen würden, würden wir uns von Importen unabhängiger machen. Deswegen geht es halt eigentlich nicht nur um Deutschland in unserem Studiengang, sondern halt um die ganze Welt. Also man muss halt globale Zusammenhänge verstehen und halt auch globale Abfallströme verstehen können. Ja. Nadja, du hast ja gerade erwähnt, dass du diesen Studiengang erstmal ohne einen gewissen Plan oder so gewählt hast, einfach nur aufgrund deines Interesses an Umwelt. Was gefällt dir denn besonders gut am Studiengang? Bist du sehr froh, dass du dich hier für die Hochschule entschieden hast? Ja, also auf jeden Fall war die Wahl zu einer Hochschule mir wichtig, denn hier kann man praktische Erfahrungen sammeln. Was ich spannender finde, anstatt nur Theorie in den Vorlesungen belehrt zu bekommen. Und andererseits finde ich die Hochschule schön. Wir sind hier im Grün und die Stadt ist nicht weit. Ich kannte auch die Hochschule vor meinem Studium schon durch meine Schwester, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe. Die hat hier auch studiert und fand ich schön und habe dann halt auch hier meinen Studiengang gefunden und bin glücklich damit. Bei dir, Moritz, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja, aber ich habe mich eigentlich nicht bewusst für eine Fachhochschule entschieden, sondern ich komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt am Main, also aus dem Süden von Hessen. Und hatte eigentlich überlegt, an die normale, sage ich mal, Universität zu gehen, die ja auch viel größer ist, wo halt auch die Gruppenstärken größer sind. Und jetzt aber im Laufe der 7 Semester habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich schon lohnt, an eine Fachhochschule zu gehen. Die Gruppen sind kleiner, man hat viel mehr Bezug zu den Professoren. Wenn man halt mal eine Frage hat, dann kann man auch hingehen oder eine E-Mail schreiben. Wenn man im Hörsaal sitzt mit 200 Leuten, ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Da weiß der Professor gar nicht, dass man in seiner Vorlesung sitzt. Und hier hat man halt auch durch die ganzen Praktika, also die Experimente, wir nennen sie mal Praktika, hier in den Laboren, kann man halt viele Einblicke gewinnen. Das geht, glaube ich, an der Universität nicht so sehr. Dementsprechend hat man in der Fachhochschule schon mehr Einblicke, kann sich mehr ausprobieren, kann halt wirklich selber mit anpacken. Ja. Außerdem für unsere Virtual Campus Week hast du ja auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Möchtest du ganz kurz etwas dazu erzählen? Ja, richtig. Also wir haben einen Instagram-Account über den Studiengang, um halt ein bisschen mehr darüber aufmerksam zu machen, vor allem halt in Deutschland, für die Abiturienten oder auch Fachabiturienten. Und da gibt es auch ein Quiz, was wir machen wollen, über die App Kahoot, die vielleicht auch die ein oder anderen schon kennen. Und da wird es ein kleines Quiz geben mit 9 Fragen über die Abfalltrennung. Und dann kann man am Ende auch ein Ranking sehen, wenn man sieht, wer am meisten Punkte hat. Umso länger man halt braucht für eine Frage, desto weniger Punkte bekommt man. Und dann kann man am Ende sehen, wer am schnellsten reagiert und wer eigentlich am meisten Ahnung hat. Also es kann jeder mitmachen, der einfach auf unseren Link klickt. Entweder bei unserem Instagram-Profil oder halt auf der Studieren im Grünen Seite. Genau, also auch auf www.studierenimgrün.de könnt ihr dann dieses Quiz finden. Wir wollen euch einfach auch direkt am Anfang gleich interaktiv mit einbinden. Und wenn euch das gefällt, dann kriegt ihr vielleicht auch richtig Lust auf den Studiengang. Das hoffen wir zumindest und wir hoffen, dass euch das hier einen wunderbaren Einblick gegeben hat in diesen Studiengang. Vielen Dank an alle, die hier waren. Dankeschön. Und dann hoffe ich, man sieht sich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, Frau Gerke, besten Dank an Ihre Studenten für diesen Einblick in den Studiengang. Das hört sich ja schon mal spannend an. Danke dafür. Sehr gerne. Bevor wir uns gleich damit nochmal befassen, kam hier gerade noch eine Frage rein von dem Herrn Rieming. Und zwar fragt er, wie Sie das energetische Recycling von Kunststoffen bewerten. Also ob Sie es als einen relevanten Teil einer Kreislaufführung des Werkstoffes sehen würden. Auf jeden Fall. Also wir haben ja 3 Verwertungsmöglichkeiten. Ne? Wir haben die werkstoffliche Recycling-Schiene, das klassische, das, was man unter Recycling versteht. Das haben wir jetzt gerade im Projekt gesehen bei Fishing for Litter. Wir haben das rohstoffliche, wo wir in die Chemie
oder die Chemie nutzen des Werkstoffes oder die energetische Schiene. Also auch da, wenn ich einen Ersatzbrennstoff aufbereite, da muss ich auch auf Qualitäten achten. Ich muss Chlor abfrachten, kann dann aber in ein Zementwerk dieses Material einbringen oder Stahlwerk oder Kraftwerke und kann dadurch natürlich auch primäre Ressourcen einsparen, also fossile Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl. Und das hat auch in Ökobilanzen, haben wir das auch zeigen können, dass wir auch hier Emissionen in Form von Treibhausgasen sehr wohl einsparen können, eben auch, weil wir Primärressourcen einsparen. Also das ist auch dann noch ein Wertstoff, und jedes alles zu seiner Zeit. Ne? Und das ist natürlich qualitätsabhängig und Verbrennen ist nicht gleich Verbrennen. Das sage ich auch immer wieder. Man muss hier immer darauf achten, okay, wie stark muss ich aufbereiten, damit ich diese Materialien dann auch wieder einsetzen kann und die Technik, Verbrennungstechnik zum Beispiel im Kraftwerk, dabei nicht schädige. Und da kann man sicherlich auch noch weiter Hand in Hand arbeiten, das, was qualitativ gut ist, ins Werkstoffliche zu bringen, daran zu arbeiten, getrennte Wege darzustellen und dann aber auf der anderen Seite das, wo man sagt, okay, daraus kann man jetzt kein neues Kunststoffprodukt zu machen, auch zu akzeptieren oder auch zu unterstützen eigentlich. Wir müssen zusammenarbeiten, in die Ersatzbrennstoffschiene zu gehen. Also ich sehe das wichtig, jedes hat seine Berechtigung. Mein Herz schlägt dem fürs Kunststoffrecycling, ne? Aber es geht nicht nur gemeinsam. Auf jeden Fall. Ich denke, man kann ja auch gut sagen, dass das kurz- und mittelfristig sicherlich eine bessere Lösung ist als andere Brennstoffe. Aber langfristig sind wir natürlich interessiert an einer 100%igen Kreislaufwirtschaft oder zumindest annähernd 100%igen Kreislaufwirtschaft. Ja, und das geht eben nur, wenn man alles zusammennimmt. Ne? Es wird nicht nur werkstofflich gehen, es wird nicht nur rohstofflich gehen, sondern da, wo es passt, sollte man auch den passenden Weg dazu nehmen. Definitiv. Sehr gut. Super, Frau Gerke, ich danke Ihnen. Ganz kurz noch zu dem Studiengang. Wenn jetzt da jemand noch mehr Informationen gerne zu hätte, wo kann man Sie denn da am besten erreichen oder wo findet man mehr dazu, abgesehen von dem Instagram-Kanal, von dem wir eben schon gehört haben? Also wir haben auch eine Facebook-Seite, aber ganz einfach ist einfach meinen Namen eingeben. Gillian Gerke, Hochschule Magdeburg-Stendal. Und da kommt ganz viel Information. Und man kommt dann auch auf mich, kann mir eine Mail schreiben. Das ist das Einfachste. Kann ich auch ganz viele beantworten. Heutzutage geht es auch schnell mal, uns sich online irgendwie per Videokonferenz zu treffen. Man kann auch gerne vorbeikommen. Ich kann auch an der Stelle nur sagen, das ist nicht nur spannend für junge Leute oder Leute, die schon im Beruf sind. Es ist auch interessant für Industrie oder für Hersteller, für Designer zu sagen, wo können wir denn Partner finden, wo können wir mit jungen Leuten schon zusammenarbeiten. Da suchen wir einfach Verbündete, um diese Dinge gemeinsam anzugehen. Super, Dankeschön. Dann melden Sie sich bei der Frau Gerke, die freut sich drauf. Wir freuen uns natürlich auch, wenn da irgendwas zustande kommt. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen allen einen kleinen Einblick geben, nochmal dieses schöne Praxisbeispiel anschauen und ja, vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen die Aufmerksamkeit erhöhen auf dieses ja doch so wichtige Thema, um das wir uns sicherlich in der kommenden Woche noch weiter kümmern werden. Frau Gerke, ich danke Ihnen. Ich freue mich darauf, Sie auch vielleicht noch bei den anderen Webinaren als Zuschauer begrüßen zu dürfen. Genauso natürlich auch unsere jetzigen Teilnehmer. Nach der Mittagspause um 14 Uhr fangen wir wieder an mit dem Herrn Musalek. Und zwar wird er sprechen über Styrenics Made for Recycling, also ein englischer Vortrag diesmal. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Sie finden es natürlich auf der EREC-Webseite. Bis dann und noch einen schönen Tag. Tschüss, besten Dank, Frau Gerke. Guten Tag, ciao.